Hallo zusammen. Heute geht es mal um die Lieblingsbeere von vielen. Um die Königin der Beeren. Die Himbeere. Sie ist aber auch eine tolle Frucht. Mit ihrem unverwechselbaren, ausgewogenen, süß-sauren Aroma. Ja, im Einsatz ist sie sehr vielfältig. Marmeladen, in Limonaden, man kann sie genießen im Quark, in der Joghurt, im Eis schmeckt sie sehr gut und noch vieles andere mehr. Zu bekommen ist die Himbeere das ganze Jahr im Supermarkt. Aber sie wächst nun mal von Haus aus im Sommer und da ist sie auch am schmackhaftesten. Es gibt welche, die haben sie sogar im Garten. Und wer sie im Wald findet und mit nach Hause bringen kann, der ist natürlich am allerbesten dran. Ich kann mich erinnern, mein Großvater, der ist viel in den Wald gegangen. Und was hat der damals für Himbeeren mitgebracht? Es war immer ein Hochgenuss, zu den Großeltern zu kommen und da gab es frische Himbeeren. Die meisten wurden gleich so vernascht und die restlichen wurden dann als Kompott eingekocht. Nicht ganz so ideal, aber damals hatten wir keine anderen Möglichkeiten. Aber heute nun, 50 Jahre später wie damals, bin ich zu anderen Erkenntnissen gekommen. Ich habe heute vor, euch zwei ganz raffinierte Rezepte vorzustellen. Ach so, und was hat die Himbeere, die botanisch gesehen eigentlich gar keine Beere ist, sondern eine Steinfrucht? Was hat die als Inhaltsstoff aufzuweisen? Wie gesund ist sie für uns? Sie zählt zu den Rosengewächsen und hat ganz wenig Kalorien. Sie hat Vitamin C, aber nicht ganz so viel. Aber immerhin, sie hat Provitamin A, B und sie hat auch Eisen. Sie hat einen sehr hohen Ballaststoffgehalt, der wiederum förderlich für unseren Stoffwechsel und für unsere Verdauung ist. Ja, die kleine Himbeere hat auch eine sehr hohe antioxidative Wirkung. Das bedeutet für unsere Körperzellen Schutz, Erhalt, Stärkung und sogar Reparatur. Sie kurbelt das Immunsystem an, wirkt Entzündungen entgegen und senkt sogar das Krebsrisiko. So, jetzt gehen wir mal an den Herd. Die beiden Gerichte, die ich euch heute zeigen werde, passen sehr gut zu gegrilltem Fleisch, zu Gemüse und auch zu Käse. Also das heißt, das wäre auch ein schönes Mitbringsel für die nächste Grillparty zu Freunden oder zu Verwandten. Hier nun die Zutaten zu meinem ersten Vorschlag, Himbeerketchup. Die genauen Angaben findet ihr wie immer unten unter der Beschreibung. Die Himbeeren, Balsamico-Essig, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Gelierzucker, Tomatenmark dreifach konzentriert, Salz, ein Lorbeerblatt, etwas Thymian, frischer aus dem Garten und hier sind drei Wacholderbeeren drin und drei Pimentkörner und die werde ich jetzt erst noch etwas mörsern. Dieses erste raffinierte Rezept ist ziemlich einfach. Ich gebe die Himbeeren in einen Topf, gebe Essig dazu, den Gelierzucker, Lorbeerblatt, Salz, Tomatenmark, zerstoßene Piment- und Wacholderbeeren und Pfeffer. Also quasi alles in einen Topf. Bei gelegentlichem Rühren wird gut durchgekocht und bei kleiner Flamme 15 bis 20 Minuten weiterköcheln lassen. In den letzten 5 Minuten des Kochvorganges bitte noch die frischen Thymianblättchen dazu zupfen. Nachdem die Beeren zerfallen sind, wird die Masse durch ein feines Sieb gestrichen. Das geht am besten mit einer Suppenkelle. Danach kommt die Masse wieder in den Topf zurück und wir lassen sie nochmal 20 Minuten köcheln. Dadurch kochen wir die Flüssigkeit etwas ein und die Soße wird intensiviert und die Farbe wird dunkler. Aber trotzdem ab und zu rühren, dass nichts anbrennt. Anschließend heiß in sterile Gläser abfüllen und sofort mit dem Deckel verschließen. 500 ml habe ich insgesamt in diesen 4 Gläschen drin.
Sie halten sich garantiert mindestens 3 Monate im Kühlschrank. Himbeer-Ketchup. Ich finde, schon die Farbe ist der Knaller. Jetzt kosten wir mal. Lecker. Eine gute, abgewogene, süß-saure Note. Durch den Chilierzucker und durch den Balsamico-Essig. Auch Tomatik kommt mit zum Vorschein, durch das Tomatenmark. Aber eindeutig steht im Vordergrund dieser intensive Geschmack von den Himbeeren. Das ist wirklich ganz toll. Also ich finde eine Klasse. Das ist auf alle Fälle in Zukunft, gehört dieser Himbeer-Ketchup zu meinen Grillabenden dazu. Das steht fest. Der ist so toll geworden. Auch die Konsistenz ist so gut. Dadurch, dass da Chilierzucker dran ist, hat es so die richtige gute Konsistenz. Für Fleisch und für Käse. Und Käse könnte ich mir jetzt ganz hervorragend vorstellen. Und das werden wir gleich mal ausprobieren. Ich habe nämlich im Kühlschrank noch einen schönen Bergbauernkäse. So, jetzt ziehe ich mal eine Scheibe Käse runter. Könnt ihr auch gleich mal sehen, wie die Konsistenz ist. Ah, lässt sich super streichen. Ah, wunderbar. Ein Genuss. Da punktet ihr an eurem Grillabend. Eure Gäste werden sich freuen. Das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches. Und das hat nicht jeder. Einen Himbeer-Ketchup. Perfekt. Das nächste Rezept, was ich euch vorstellen werde, ist eine scharfe Himbeersoße. Dazu brauchen wir, wie immer, die Himbeeren, Salz, Rohrzucker, Balsamico-Essig, Knoblauchzehen, die ich dann noch kleinwürfelig schneiden werde. Dann für die Schärfe Chili geschrotet, die Schale einer ganzen Bio-Zitrone, die werde ich dann reiben, und Speisestärke als Mais-Speisestärke. Nachdem ich den Knoblauch ganz feinwürfelig geschnitten habe, drücke ich ihn mit dem Messerrücken wieder an, damit sich seine Stoffe besser entfalten können. Die Schale einer ganzen Bio-Zitrone. Die Himbeeren kommen in ein hohes Gefäß, um sie anschließend zu pürieren. Danach werden sie auch hier wieder durch ein feines Sieb gestrichen, gleich in den Topf, den ich anschließend zum Kochen brauche. Die Menge des Verlustes an Kernen ersetze ich mit etwas Wasser. Jetzt füge ich die Maisstärke hinzu und verrühre. Es sollten alle Klümpchen verschwinden. Nacheinander die restlichen Zutaten hinzufügen. Den Zitronenabrieb, Knoblauch, Rohrzucker, Balsamico-Essig, Chiliflocken und etwas Salz aus der Mühle. Nochmal gut durchrühren und 4 Minuten sprudelnd aufkochen. Dabei immer gut rühren, dass nichts anbrennt. Die fertige Soße sofort noch heiß in vorbereitete sterile Gläser abfüllen. Wenn das hier alles ein wenig an eine Puppenküche erinnern sollte. Die Soße ist sehr scharf und man braucht nur wenig zur Verwendung. Da reicht ein kleines Gläschen, was auch wieder hervorragend zum Verschenken geeignet ist. 200 ml fertige, scharfe Himbeersoße sind hier in 4,5 Gläschen verteilt. Jetzt koste ich noch die scharfe Himbeersoße. Bin ich jetzt gespannt, ob ich so viel nehme. Scharf, das dauert immer ein bisschen, bis es zur Wirkung kommt. Aber es ist schon ganz schön kräftig. Auch vom ganzen Aroma der Soße. Die ist wieder ganz toll geworden. Säuerlich, etwas süß. Geschmacklich, die Himbeeren kommen wieder zum Vorschein. Also
die finde ich auch ganz toll. Passt sehr gut zu Fleisch. Auf Burgern kann man sie gut machen. Ja, auf Käse würde ich sie jetzt weniger machen, weil sie eben halt so scharf ist. Aber auf Fleisch und auf Burgern ist sie hervorragend. Es ist jetzt aber, wenn ich jetzt mal die zwei Sachen nehmen würde, die scharfe Himbeersoße und den Himbeerketchup, also ich bevorzuge den Ketchup, der ist wirklich toll. Aber wer scharf mag, der wird die Soße auch lieben. Und wer sie noch schärfer haben möchte, macht eben halt noch ein paar Chili-Flocken mehr rein. Also der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ja, das wär's wieder mal. Fertig gekocht. Ich habe hier 4 Gläser Himbeerketchup und 4,5 ganz kleine Gläschen scharfe Himbeersoße. Wer mehr haben möchte, verdoppelt oder verdreifacht die Menge, auch kein Problem. Die Gläschen sind 3 Monate im Kühlschrank haltbar, denn wir haben sie ja heiß abgefüllt mit den Twist-Off-Gläsern. Wer aber länger noch daran Freude haben möchte oder wer einen kleinen Vorrat sich verschaffen möchte im Keller, der kocht sie ganz einfach ein. Das wären 30 Minuten bei 90 Grad. Und dann ist man auf der ganz sicheren Seite und dann kann man die kleinen Gläschen auch verschenken, denn man weiß ja nicht, wie lange die Leute die Gläschen aufheben und dann ist man wirklich sicher, wenn sie eingekocht sind, dann kann gar nichts mehr passieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zubereiten, einen guten Appetit bei der Grillparty und bleibt mir schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Oma Bettina.